Hallo ihr Lieben da draußen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Alex und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr Süßen, heute geht's um Art Deco. Warte, ich drehe es auch mal, dass das auch jeder sehen kann. Guck mal, ganz viel Beschriftung. Art Deco hat eine Foundation rausgebracht. Die habe ich erst überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Die Perfect Ton Foundation Long Lasting. Genau. Wie ihr wisst, ich mag ja gerne Hyaluron. Und das ist dort drin. Und ja, da wollen wir das mal ausprobieren. Die Farbe 24 habe ich genommen. Jo. Und wir probieren heute mal, das kam ja bei über Beautylish, Beautylish eigene Marke, gute Moleküle. Silicon Free Priming Moisturizer. Jo, da habe ich schon ein paar von diesen Nupsis. Ja, da habt ihr das gelesen. Genau, das ist da alles drin. So, und das möchte ich mit euch mal probieren als Primer. Ich hatte erst noch was anderes aus der Drogerie, das kommt dann aber noch mal demnächst. Das kennt ihr aber schon, das ist jetzt auch nichts Spannendes. Schon ein paar Monate alt, schätze ich mal. Ich weiß nicht, ich hatte das noch nie ausprobiert. Aber das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Das haben wir zusammen mit der Foundation. Ich denke mal, das ist für dieses Jahr, für Dezember 2020, die letzte Foundation. Danach gibt es ein Foundation-Ranking, genauso wie ein Primer-Ranking, denke ich mal. Vielleicht kommt noch was, wissen wir nicht. Ich reiße das mal hier auf und versuche das mal da rauszukriegen. Ja, oh, das ist viel. Gucken wir mal. Auch cremige Konsistenz. Wir arbeiten das mal flott hier ein, auch auf die besagten schwachen Stellen von mir, zieht furchtbar schnell ein und ja, ich würde sagen, es ist knapp ausreichend. Ja, doch, würde ich sagen. Ich habe ja trockene Haut. Also, dafür zieht es flott ein. Silikonfrei heißt natürlich, dass es jetzt nicht also finde ich sehr, sehr gut, dass es ohne Silikone ist. Das bevorzuge ich natürlich. Ja, doch, ist fresh. Ja, aber diese Quetschtuben hier, da machen wir es jetzt auch alle. Ist ja Moisturizer, ne? Mit diesen Quetschtuben, das ist jetzt mal so eine Sache. Ich hatte schon ein paar Mal überlegt, mir das mitzubestellen, aber ich dachte mir, wir probieren das mal aus. Zusammen. Und dann kann ich immer noch entscheiden. Ja, das kam bei der letzten Lieferung. Ich glaube, mit der Jeffree Star Palette kam das. Glaube ich. Ja. Kam's. Ja, und da habe ich dann mal jetzt gesagt, so, jetzt geht das los. Ihr Lieben, jetzt ja, aber das ist schon. Oh nee, ist noch nicht ganz eingezogen. Moment. Das müssen wir noch etwas einarbeiten hier. Wo geht's denn nicht? Ja, so, jetzt können wir aber schon mal schütteln hier. So, Art Deco. Ja, ich mag deren Bronzer, ich mag deren Puder, ich mag deren Blush. Und ein Wimpernprimer habe ich von denen. Der ist auch gut. Oder Wimpern, Versiegeler, ich weiß nicht. Übrigens sehr, sehr schick. Ne? Glas war sehr, sehr schick. Ein Glasflakon. Und hier steht es ja nochmal drauf. Ne, da sind, soll mal eben ein bisschen gucken hier, 20 Milliliter drin. Ne, ist nicht 30, ist ja jetzt aber auch nicht so teuer. Also ich habe sie von, ich habe sie jetzt für 15. Ich weiß nicht, ob Black Friday Sale das war, keine Ahnung. Aber ich habe sie zwischen sogar von 14 bis 20 Euro gesehen. Das geht jetzt noch für eine,
Ja, und auch natürlich auch schon benutzt, wie man sieht. Bin ein kleiner Smierer. Ich mache das mal eben kurz sauber. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber so ist das Leben. So. So, ich habe die natürlich schon mal benutzt in einem letzten Video, einer von den letzten Videos, um euch ein bisschen mehr zu sagen. Also, shake, 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 shake. Das ist das Wichtigste. Bitte Foundation und alles Mögliche, was zum Schütteln geht, zum Schütteln, schütteln. So, wir tragen das mal hier auf. Ihr wisst ja, ich blende das wieder mit einem Brush ein und später klopfe ich das mit einem Beauty Blender oder einen Beauty Schwamm ein. Ich habe hier ein bisschen Foundation und trage mir das auch gleich mal in lustigen Punkten auf mein Face. Gesicht. Ja, riecht angenehm. Farbe, ja. Ist halt online immer schwierig. Also ich habe jetzt paar Mal versucht, die mir live anzugucken. Irgendwie habe ich die an den Countern nie gefunden oder bei Art Deco selber. Ne, an den Countern ist es. Habe ich sie an den Countern irgendwie nie so gefunden. Oder ich war zu blind. Ich weiß es nicht. Ja. Die haben 2, 3 Foundation, was ich gesehen habe, aber die fand ich jetzt natürlich richtig interessant. Und ich glaube, das ist auch ihre letzte, neueste, wie auch immer. Ne? Ich arbeite das hier so ein mit einem Sonia G Brush. Das ist Synthetika und echt Haar. Gefällt mir übrigens auch sehr, sehr gut, der Brush. Ne? Gerade hier so, wenn ich die Augenbrauen mache, wisst ihr ja, die großen, ist, wenn ich das schon fertig habe fürs Video, sind die großen Pinsel wie dieser hier ein bisschen groß. Also das wirklich, das sonst male ich mich hier komplett über. So kann ich noch Kontrolle über mein, über das, was ich tue, über den Pinsel sozusagen, über die Führung des Pinsels. Die dunkelt ein bisschen nach, die Foundation ist mir aufgefallen, aber ich denke mal, für mich ausreichend. Ich weiß nicht, ob sie, also im Monitor, in den Monitoren sieht es aus, als ob ich einen kleinen Gelbstich habe. Das glaube ich, ich hoffe, das kommt nicht so rüber. Das ist nämlich auch nicht so. Ich bin eher ein anderer Unterton, aber nicht gelb. Will ich immer zappen. Jo. Das sieht doch schon mal schick aus. Jetzt buffen wir das hier ein mit dem angefeuchteten Beauty Blender. Zack, 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 zack. Das macht immer sehr viel Freude. Ich kann jetzt schon sagen, dass die Foundation Primer abhängig ist. Sieht vielleicht nicht so aus, aber ich finde jetzt die Konsistenz der Foundation, die ich aufgetragen habe durch den Primer, anders als wie ich sie mit einem anderen Primer aufgetragen hatte. Was hatte ich denn letztes Mal? Ich hatte mir das aufgeschrieben. Was hatte ich denn letztes Mal für einen Primer? Den Catrice Primer. Da war sie nicht so trocken. Aber das kann sich natürlich noch ändern. Da lassen wir da beides nochmal einwirken und gucken wir mal. Ich würde sagen, ich mache mein Gesicht jetzt mal eben schnell fertig und dann bin ich gleich wieder da. Wow, 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 wow. Da bin ich wieder, ihr Lieben. Ich habe mir das mal eben kurz anders überlegt. Ich habe mit dem Art Deco, No Color Setting Powder mein Gesicht gesettet. Und wir brosen jetzt mit dem Art Deco
Glow-Browser, der dieses Jahr im Sommer rausgekommen ist, glaube ich, oder Frühling, ich finde den halt mega geil. Brausen wir so ein bisschen. Dann machen wir jetzt mal zusammen fertig. Ist eine sehr puderige Angelegenheit, aber Brost, fantastisch. Also ich liebe diese Art der Brosa und da macht Art Deco mich richtig glücklich mit. Ja. So, geht auch ganz schnell hier. Zack, zack, zack. Da können wir noch ein bisschen mehr. Ist das hier? Achso. Ganz kurz hier. Sie stören. So, ich hoffe, ich habe keinen Ansatz. Das sieht doch gut aus. So ist das Gesicht geboostet. Also auch sehr, sehr schönes Outfit. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dann gehen wir mit einem anderen Blush, einem Blush hier, achso, in die Art Deco Limited Edition. Ich glaube, es ist die vom letzten Jahr. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Sehr, sehr schön. Upsala, sehr, sehr schön. So, das ist so ein rot- bis peachfarbener Blush. Ich habe dann noch halt diesen hier. Der ist auch sehr, sehr nice. Was ist das für eine? Blush-Kontur. Oh, Blush-Kontur. Das ist auch so eine sehr, sehr, sehr süße Variation. Aber ich denke mal, dass der peachfarbene heute auch sehr, sehr gut passt. Wir sind immer halt beide. Gucken wir mal. Art Deco Time. So, der hat drei verschiedene Farbgebungen, die ich jetzt mal so ein bisschen. Ja, einmal Nase kurz, zack, zack. Das rockt hier. Sehr, sehr gut pigmentiert, nicht zu stark, nicht zu wenig. Also, okay. Okay. Das muss ich ein bisschen besser einarbeiten. Und das kann man mit diesen Art Deco-Dingern auch sehr, 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 sehr gut. Muss ich sagen. Die machen einen auch sehr viel Freude. Und Freude brauchen wir ein wenig im Moment. So. Also ich denke mal, dass ich den anderen jetzt nicht nur drüber machen muss. Mit was haben wir hier eigentlich gearbeitet? Wie heißt der? Wie heißt du denn eigentlich? Browsing Blush. Also, na, also, ob das jetzt eine Browser ist, kann man auch nehmen, weil das recht dunkel ist. Aber ihr seht, wir haben jetzt ein bisschen den Glow. Ja. Und, ja, cool. Sehr, sehr nett. Das gefällt mir. Auch, wie gesagt, dieses No Color Setting Powder. ich muss ihn ja mal kurz zeigen. Ist ein Spiegel drin und alles nett. Man darf aber nicht vergessen, weil das alles weiß ist und hier so eine durchsichtige Schicht ist. Dieses Papier habe ich doch. Und manchmal vergesse ich das und wundere mich, warum ich kein Produkt aufs Pinselauge, Gesicht kriege, wie auch immer, das da drauf ist. Also darf man nicht vergessen, ne? Ja. Wem sage ich das jetzt? Mir eigentlich. Ihr Lieben. Gut. Ich kann noch mal ein bisschen. Es ist jetzt ja sehr viel Blush eigentlich. Ich hau noch mal ein bisschen Kontur drauf. Ein bisschen Prosa drauf. Ja. So. Das ist doch echt schön, würde ich sagen. Ihr Lieben, was halte ich von der Foundation, von Art Deco? Gut, würde ich sagen. Die hat sich mit dem Primer sehr gut verbunden, finde ich. Auf jeden Fall.
Ich finde das schon cool. Doch, der Primer auch. Also müssen wir mal sagen, der muss kurz sitzen. Wie gesagt, hat keine Silikone drin. Das ist, sag ich mal, recht Nature. Ja. Der muss erst sich mit der Haut sitzen. Also den hatte ich auch kurz einwirken lassen, habt ihr ja gesehen. Der ist ja auch sofort eingezogen. Dann habe ich die Foundation drauf gemacht, habe kurz gewartet und dann habe ich das Setting Powder rüber gemacht. Also erst normales Flosses Puder, dann Setting Powder. So mache ich es ja immer. Doch. Also ich kann sagen, ich finde die Foundation gut. Der Primer auch. Ich bin zufrieden. Und ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen mit euch. Und ich bin sehr happy über diese Foundation. Lasst dem Kanal ein Abo da. Like das Video. Kommentiert das Video. Folgt mir bei Instagram. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. In diesem Sinne, ahoi, macht's gut. Bye.